So Leute, und damit herzlich willkommen beim Let's Play Far Cry... What the fuck? Far Cry 3, ich bin Klim und halt doch mal die Schnauze da drüben! Mit meinem letzten Part haben wir erfolgreich einen weiteren Funkturm erklommen und hier diese Basis eingenommen. Wir starten hier drin, weil ich gerade geladen habe und meine Maus ist ein bisschen zu schnell. Haben wir denn noch genug Geld? Das müsste ich mal ganz kurz gucken. 1329, nee, ich möchte noch ein bisschen mehr haben. Gehen wir mal raus. Und in diesem Part wollen wir uns tatsächlich aufmachen. Ja, ich gehe mal eben Munition nachholen. Wollen wir uns tatsächlich aufmachen, um die nächste Story-Mission weiterzuführen. Die Story-Mission, die wir überhaupt da haben, die wir machen müssen. Ich fülle mal ganz kurz unser Inventar auf für ein bisschen Geld. Ja, Molotow werde ich ja vielleicht mal ein bisschen benutzen, habe ich noch nie gemacht. Gehen wir hier raus und ich sehe hinter uns, da war glaube ich ein Bär oder sowas, deswegen gehe ich da jetzt rein. Ich gehe mal kurz gucken, ob ich das grüne Blatt da bekomme. What the fuck? Ich sehe hier überall Gespenster. Hallo? Bär? Kein Bär? Alles klar. Gut, dann werde ich jetzt mal hier dieses grüne Blatt mitnehmen. Und dann kann man da hinten das grüne Blatt ja auch noch mitnehmen. Und dann heile ich mich mal ganz kurz. Denn Gesundheit ist immer schön. So, die hier auch noch mitgenommen. Und da oben das dann auch noch schön. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann müssen wir uns darum erstmal keine Sorgen mehr machen. Das stelle ich auch gleich her. Zu wunderschön. Und ich glaube, ich habe zu wunderschön... Meine Medizintasche ist voll. Naja, dann werden wir mal nicht ins Handbuch gucken. War das da? Hatten wir da noch einen Punkt? Ah, wir haben sogar zwei verfügbare Punkte. Ja, siehst du mal. Ja, Granaten abkochen, das könnten wir durchaus mal machen. Aber ich möchte erstmal hier weitermachen. Das Gesundheitsfeld haben wir, glaube ich, schon. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Dann machen wir das hier. Weil ich möchte tatsächlich erstmal hier ein bisschen, ja, gucken, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Hier in unserem, Hai, weil der Hai eigentlich ganz cool ist. Und ja, komm, machen wir das schneller schwimmen. Das ist auch immer ganz praktisch. Und damit war es das schon. Unser Tattoo wird ein bisschen größer. Und da, tatau. Und wir wollen uns jetzt... Alter, hier ist doch irgendwo ein... Ach du Scheiße. Hilfe! Nein! Nein, 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 nein. Nein, überhaupt nicht cool. Hilfe! Ich mach das Radio mal aus, weil das stört einfach nur beim Spielen. Vor allem, wenn man Let's Plays, dann ist das so laut auf den Ohren und nervt einfach nur. Wir fahren jetzt mal mit unserem Truckity-Buckity. Ich bin echt schon behindert. Wir fahren mit unserem Auto mal kurz nach da drüben, um die Mission anzunehmen. Und ich merke schon, ich habe ein verdammt beschissenes Fahrstil. Verdammt beschissenen Fahrstil. Im Real Life kann ich deutlich besser fahren. Aber das sollten wir schaffen, kein Problem. Alter, wie viele Pflanzen hier auch sind. Ja, da lang. Doch nicht da lang. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wo müssen wir überhaupt lang? So, wir müssen da vorne hin. Ja doch, dann fahren wir mal... Nein, zurück und wieder auf den Weg drauf. Dann fahren wir nämlich über die Brücke und dann links weiter. Ey, ich habe ja schon in den letzten Parts... in den letzten Parts. Ja, in den ersten Parts. Das sind ja die letzten Parts, die ich rausgehauen habe. Habe ich ja schon gesagt, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche, um reinzukommen in das ganze Let's Play. Ich gebe jetzt schon mein Bestes, wird mit der Zeit bestimmt besser. So wie das bei allen ist. Learning by doing, sozusagen. So, ich glaube, da haben wir auch schon gefunden, wonach wir suchen. Ja, 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 ja. Da ist, glaube ich, das, was wir suchen. Mal gucken, ob wir jetzt schon ein paar Feinde entdecken können. Also da sehe ich zumindest keinen. Da ist der Alarm. Das heißt, hier müssten ja irgendwo Feinde rumhängen. Aha. Was ist denn da? Da ist noch eine Pflanze, okay. Hoffentlich hängen jetzt nicht zu viele rum, weil sonst kriegen wir gleich ein arges Problem. Was haben wir überhaupt für Waffen? Müssen wir mal gucken. Ah, ist die schallgedämpft? Sieht man das? Ist die... Ich weiß nicht, ob die schallgedämpft ist. Ich will es nicht ausprobieren. Ich glaube nicht. So, mal ein bisschen leise hier lang schleichen. Ach, ich finde das sieht so cool aus hier alles. Oh, wir. Das ist das Lager. Jetzt ja. Zum Alarm. Der Alarm ist auf der ganz anderen Seite. Es ist natürlich sehr schön und total praktisch für uns einfach. Ich überlege gerade, wie rum ich da lang gehe. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch und dann versuche ich mal von da oben irgendwas zu reißen. Auch wenn die Gefahr, dass die uns da oben sehen, natürlich etwas größer ist. Aber das macht ja nichts. Hoffe ich mal. Einfach so.
Hey, da liegt ein Toter. Wie heißt das Lied immer? Auf meinem Sofa liegt ein Toter. Ich bin es nicht gewesen und es ist auch nicht mein Opa. Ah, da liegt eine Zote. Alles klar. Mal ein bisschen entzitten gerade schon. Alles klar, super. Eine Perlenkette. Schön. Du willst mich doch verarschen. Warum ist da ein Tiger? Okay. Okay, der chillt. Ich will trotzdem da hinten hin. Okay, bestes wäre tatsächlich übers Wasser zu gehen. Glaube ich. Deswegen. Alter, verfolg uns nicht, ne? Alles cool. Viel Liebe und so. Ja, bitte. Dankeschön. Wir gehen jetzt mal, ich probiere einfach mal übers Wasser zu gehen. Falls ich mich total dämlich anstelle und total versage, ist es einfach nur typisch Patrick. Das wird schon passen irgendwie. Und ich frage mich gerade, ob die Schatten da dynamisch sind oder ob die... na, genau. Mach ein Foto von. Lalalala, hallo. Es wird gerade Nacht oder so. Ja, in der Nacht sind wir noch... Oh, guck mal, da kann man hoch. Schön. Das ist nett. Erstmal alles ausspionieren hier. Oh, der Typ da drüben. Falsche Taste gedrückt. Mit X wechselt man die Waffen. Und den Spacko muss ich irgendwie ausschalten. Sieht das irgendjemand? Ich muss den auch treffen, ne? Das ist ja jetzt auch noch die Sache. Alter, ich treffe den noch niemals im Leben. LOL! Ja, geil, Alter. Einfach über die Entfernung mein Handy reingehauen. Ja, sehr gut, Patrick, sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Ich muss tatsächlich den Alarm ausschalten. So, wir kommen der ganzen Geschichte immer näher. Ja, scheiß Rebellen, bla bla bla, alles blöd. Ich weiß. Ah, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein bisschen weniger sage. Ich muss mich tatsächlich konzentrieren. Wir könnten doch mal einen Stein da hochwerfen und dann versuchen, uns da lang zu schleichen. Machen wir das mal. Hallo, lalalala. Bis jetzt klappt's. Der guckt noch in die andere Richtung, das sehe ich auf der Minimap. Keine Verstärkung mehr. Hm, ich hab doch was gehört. Ja, hast du auch. Ja, der... Warum wissen jetzt plötzlich alle, dass ich hier bin? Alter, willst du mich verarschen? Ich hab getroffen. Oh Gott. Jetzt geht hier wieder die Party ab. Egal, das sollte ich hinbekommen. Eigentlich. Hoffentlich. Oh, der Alarm ist aus. So, der ist tot. Wir sollten ein bisschen auf unsere Gesundheit achten. Die sieht nämlich... Ja, okay, jetzt geht's wieder. Aber eben sah die gar nicht mal so gut aus. Lad mal bitte nach. Bitte? Hallo? Nachladen? Dankeschön. Wir wirfen mal nochmal Granaten, ich hab's vergessen. Mittlere Maustaste, war das so? Nein? Mit G? Nein? Wir wirfen mal Granaten! Ich hab's vergessen. Oder muss ich die erstmal ausrüsten? Ich hab's vergessen, Leute. Schreibt es in die Kommentare oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich stelle mich hier schon wieder viel zu blöd an. Der hat keine Deckung. Du hast keine Deckung, du Mensch, Alter. Habe ich gerade du Mensch gesagt? Ja, das ist die härteste Beleidigung, die ich einfallen konnte. So, der ist tot. Ich bin aber auch gleich tot, wenn ich mir jetzt langsam eine Waffe besorge. Ja, danke schön. Der ist auch tot. So, lebt jetzt noch einer? Hallo, ich möchte bitte ganz kurz... Nein? Okay, dann gehe ich hier ganz normal weiter. Ja, eh halt zum Interagieren, das sollten wir hinbekommen. Alter. Kaum Waffen. Ich hätte gerne ganz viele Waffen zum Mitnehmen. Ach, hier sollte doch bestimmt irgendeine gute Waffe sein, die ich mir so mitnehmen kann. Ja, warte mal.
Liegt hier keine Waffe rum? Ernsthaft? Naja. Packen wir unseren... Oh, oh. Oh, ich... Ja, Hilfe. Hilfe. Und das sollte jetzt gleich... Abam! Sehr schön. So muss das. Der ist tot und dann schnappe ich mir einfach den Wagen von denen und fahre damit nach Hause. Ich könnte jetzt aber auch eigentlich schnell reisen, oder? Musik, könntest du mal bitte ein bisschen ruhiger werden? Ich habe gerade das Gefühl, dass du ein bisschen ruhiger werden solltest. Jawohl, so sieht's nämlich aus, meine Leute. So sieht's nämlich aus. Jason, das war sehr gute Arbeit. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, war schon im Lösegeld-Videos in der PC auf. PC? PC. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Gefängnisausbruch, das machen wir doch direkt. Toll, wie ist so schnell hier hochgekommen? Naja. Da liegt auch noch einer. Hallo? Der ist tot. Irgendwo hier muss unsere Waffe liegen. Wo habe ich die fallen lassen? Ich möchte die eigentlich wieder haben. Obwohl wir die uns auch ganz leicht wieder besorgen können, indem wir einfach zu einem Waffenschrank gehen. Pass auf, wir reisen jetzt irgendwo hin schnell. Mal gucken hier, was die Karte sagt. Wo müssen wir denn hin? Ach, da oben. Okay, dann werden wir jetzt noch in dieser Folge nach da oben marschieren. Vielleicht noch diesen Außenposten hier einnehmen. Was steht da? Waisenpunkt. Waisenpunkt. Alles klar, wir reisen jetzt mal nach hier unten. Und da werde ich mal wieder... Ja, okay, alles super. Da werde ich jetzt mal wieder eine weitere Waffe kaufen, falls wir dann genug Geld haben. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt Geld bekommen? Für die Mission? Ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht drauf geachtet, tut mir leid. Nee, haben wir nicht. Ja, egal. Passt schon. Ah, wir können was verkaufen. Machen wir hier mal die Schnellverkauf. Ja, alles toll. Wir können uns aber immer noch nicht die Waffe holen, die ich haben will. Schade eigentlich. Ich habe euch ja schon gezeigt, dass ich die Waffe hier haben will. Nehmen wir aber erstmal die Waffe und... Ja, rüsten die aus. Ja, sehr schön. Und zwar hier. Ja, schön. Und können wir vielleicht... Ich weiß es nicht. Konnte man da einen Schalldämpfer? Nein, konnte man nicht. Natürlich nicht. Ah, perfekt. Sehr gut. Die hat sogar noch volle Munition. Und wir verpissen uns jetzt nach da oben. Und nehmen eventuell noch diesen einen Stützpunkt ein, je nachdem, wie lange die Folge geht. Ich weiß nicht, ich nehme den Stützpunkt einfach noch ein. So lange hat die Folge einfach zu gehen. So sieht es nämlich aus hier. So, fahren wir mit dem Truck wieder hoch. Ja, Radio, bitte aus. Dankeschön. Ja, sehr gut. Das Radio geht mir echt immer auf den Sack. Habt ihr eigentlich einen Führerschein? Das würde mich mal interessieren. Wer von euch hat einen Führerschein? Und wenn ihr einen habt, seit wann? Wie lange schon? Und wenn ihr keinen habt, wollt ihr einen machen? Und wenn ja, welchen? Autos! Brumm, brumm, brumm. Ich blute. Ja, das ist das Erste, was man sagt, wenn man angefahren wird. Pam! Ah, ich blute! So, hier schnell hochgefahren. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt einfach über die Klippe fahre. Ich glaube, ich würde sterben. Lass es uns doch einfach ausprobieren. Oh, wir. Ja. Ich wäre, glaube ich, ziemlich tot. Wäre ich mit runtergefallen. Ich glaube, da geradeaus ist auch schon... Ja, ist auch schon der Außenposten. Jawohl. Den ich einnehmen will. Jetzt müssen wir nur irgendwie hier runterkommen, ohne dass ich sterbe. Weil dann wäre ich tot. Und tot kann man ziemlich wenig Außenposten einnehmen. Aber ich habe ja schon gesagt, dass die Wiederherstellungspunkte, diese Saves-Punkte in Far Cry 3 ziemlich geil gesetzt sind. Können wir hier ein bisschen zoomen? Oh, da ist ein Sniper. Oh, da hat jemand... Warum blinken die? Hallo? Versuchen wir mal hier rüber zu schwimmen, ohne dass wir auf Pfeil stoßen. Hoffentlich. Ah, da ist nur eine Schildkröte. Das passt. Oh, ich hasse es zu schwimmen. Ich hasse Haie. Oh, ich habe jetzt schon Schiss, dass so ein Hai kommt. Hallo, bitte, stopp. Stopp. Schneller. Jason. Schneller, schon schneller, bitte. Oh, oh.
Da drüben sind welche. Sie haben uns noch nicht gesehen. Das soll auch bitte so bleiben. Na gut, ich glaube, die legen da an. Ja, die fahren weg. So, hier ist der Außenpunkt, Außenposten, den ich einnehmen will. So, da oben ist ein Sniper, den will ich töten. Ich denke nicht, dass ich nochmal so ein fettes Luck habe wie letztens. Und dass ich einfach treffe. Jawoll! Ich werde immer besser hier. Sehr gut. Eins, zwei... Polizei. So, er ist auch tot. War's das? Nein. Oh, Kacke. Fast tot, aber den Außenposten eingenommen. So muss das. Das ging relativ schnell. Ich bin überrascht. So, uns, wir heilen uns nochmal kurz, weil das tut echt ein bisschen weh hier. Ah, schön. Ja, das ging doch relativ flott. Ich würde sagen, das war's dann für diesen Part. Wir haben wieder viel geschafft. Wir haben die große Story-Mission gemacht. Wir haben das Waffenlager von den Spockos in die Luft gejagt. Einfach so, weil wir es können und wollten. Und auch noch diesen Außenposten hier sensationell gut eingenommen. Zwar haben wir auf einen Menschen zweimal schießen müssen, aber auf die anderen, die haben wir alle mit einem Schuss erledigt. So stelle ich mir das vor. Und im nächsten Part werden wir uns zu diesem Funkturm da drüben begeben. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit eurem restlichen Tag. Ich bin Lim und wir sehen uns. Ciao.